Hallo und willkommen zurück bei Warcraft 3. Jetzt können wir endlich hier runter. Mal gucken, welcher der schnellste Weg ist. Die entscheiden sich für diesen Weg. Ohne einen Angriff zu pullen. Respekt. Und Medaillon des Mutes. Praktisch für ihn. Verzag nicht, Jüngelchen. Direkt das Stärke-Medaillon wieder gekriegt. Ich habe Witterung aufgenommen. Direkt noch einen Mana-Anhänger hinterher. Ich wandere allein. Unsere Wege kreuzen sich. Schon fast wieder vergessen, dass wir hier die ganzen Items liegen gelassen haben. Ich handle instinktiv. Räudiger Kläffer. Entfesselt die Bestie mit Fangzähnen und Klauen. Ich habe Witterung aufgenommen. Räudiger Kläffer. Ich habe Witterung aufgenommen. Düstermarschen, tief in den Düstermarschen haben die Steinbrecher-Orks ein einfaches Dorf errichtet. Obwohl sie einst mit den Orks verbündet waren, haben sie begonnen, das kleinere Volk zu hassen und sind nicht länger bereit, den Orks zu helfen. Jetzt huldigen die Oger nur noch der Stärke. Gut für uns, weil wir sind stark. Ich wandere allein. Ich wandere allein. Okay, er braucht wieder eine Donnerkugel. Unsere Wege kreuzen sich. Ich handle instinktiv. Unsere Wege kreuzen sich. Noch mehr. Ich habe Witterung aufgenommen. Ich wandere mit Fangzähnen und Klauen. Mit Fangzähnen und Klauen. Auf der Pirsch. Unsere Wege kreuzen. Jetzt haben wir hier wirklich mehrere Wege, oder? Wobei, das sieht jetzt zu Ende aus. Ist wieder so laut, ey. Ich handle instinktiv. Auf der Pirsch. Ich handle instinktiv. Ich habe Witterung aufgenommen. Okay, hier geht's aber nicht weiter. Unsere Wege kreuzen sich. Räudiger Kläffer. Hier ist noch alles wieder so laut. Ich habe Witterung aufgenommen. Ich wandere allein. Ich handle instinktiv. Unsere Wege kreuzen sich. Mit Fangzähnen und Klauen.
auf der Pirsch. Das muss das Okerdorf sein. Da falle ich bestimmt nicht auf. Ihr nicht willkommen, Halbblut. Ihr kein Krieger der Steinbrecher. Hört zu, ich will keinen Ärger. Ich will nur mit eurem Kriegsherrn sprechen. Ihr wollen Korgal sprechen? Ihr müssen an uns vorbei. Na gut, dann werden sie halt ausgelöscht. Ich habe Witterung aufgenommen. Entfesselt meine Kraft. Jagt sie raus. Ich kapier schon, Mann. Krass. Also die Stimmen sind jetzt leiser. Tastingo. Ach, guck mal, ich habe hier auch wieder ein Lager. Tastingo. Ich kapier schon, Mann. Ihr kämpft wacker, Halbblut. Ihr Mognatal habt schwaches Orkblut. Aber ihr stark. Warum kommt ihr her? Ich möchte mich eurem Clan anschließen. Ich möchte auch ein Steinbrecher sein. Ihr habt etwas Ogerblut in Adern. Ihr habt Recht zum Anschließen. Aber habt ihr auch Kraft? Wir werden sehen, Halbblut. Wir werden sehen. Also, ihr wollt euch Steinbrechern anschließen? Zuerst, ihr müsst Prüfung von Kraft machen. Müsst Spießrute finden. Graues Tal voll mit großen Gegnern. Tötet Gegner, haltet durch. Das beweist uns Kraft. Geht jetzt, Halbblut. Wir sehen, ob ihr wiederkommt. Klar, wir haben kaputt gemacht. Unsere Wege kreuzen sich. Vernichtet. Ich handle instinktiv. Oh, eine Assassinenklinge. Kurios, die habe ich verkauft. Plus 8 kaufen wir nicht. Was liegt vor mir? Eine Assassinenklinge für ihn? Hm. Genau. Bin zur Spurensuche bereit. Ich dachte, ich könnte hier irgendwie so die Gürtel da kaufen, allein. Die er hat. Meine Beute naht. Hydra. Ja, jetzt ist es auf einmal leise, ne? Manchmal kurios, der Sound. Bin zur Spurensuche bereit. Ich wandere allein. Ich habe Witterung. Da blickst du halt nicht mehr durch. Auf der Pirsch. Wir werden angegriffen! Was liegt vor mir? Unsere Wege kreuzen sich. Ich handle instinktiv. Krass. Er steht wieder auf. Ihr seid ein Trickser. Ist mir ein Vergnügen. Ich kapier schon, Mann. Tastingo. Krass. Ihr seid ein Trickser. Tastingo. Ich kapier schon, Mann. Entfesselt meine Kraft. Bin zur Spurensuche bereit. Entfesselt die Bestie. Ich habe Witterung aufgenommen. Ja, das fällt aber früher ein, den Zaun noch vernünftig anzupassen. Das muss das Tal sein, das Korgal erwähnt hat. Die Spießrute hat er es genannt. Ich bringe das besser hinter mich. Ich lasse den groben Klotz nicht gern warten. Ja, mach das jetzt schnell. Ich handle instinktiv. Entfesselt meine Kraft. Krass.
ihr seid ein Trickser. Tastingo. Geht unter mir. Ich kapier schon, Mann. Ihr seid ein Trickser. Hier ist aber echt viel Kleinkram. Ich kapier schon, Mann. Tastingo. Tastingo. Und mehr Fähigkeiten auf Masse. Ihr seid ein Trickser. Ich schreib's auf eure Rechnung. Nea Shushamin. Jagt sie raus. Unsere Wege kreuzen sich. Auf der Birsch. Ich habe allein. Ich habe instinktiv. Ich glaub hier schon. Zur Spurensuche bereit. Ich wandere allein. Was liegt vor mir? Das Ding. Was? Oh, mit Vergnügen. Das geht aufs Haus. Ich kapier schon, Mann. Ich kapier schon, Mann. Tastingo, ihr seid ein Trickser. Krass. Krass. Entfesselt meine Kraft. Unsere Wege kreuzen sich. So kurios, weil jetzt ist auf einmal... Ich habe Witterung aufgenommen. Zu leiser, manchmal ist es zu laut. Unsere Wege kreuzen sich. Ich wandere allein. Meine Beute naht. Entfesselt die Bestie. Ich so, den sollen wir platt machen. Also doch keine Donnerechse. Ich habe Witterung sondern Vogelfiech. Ich wandere allein. Wir werden angegriffen! Jagt sie raus! Räudiger Kläffer! Ich handle instinktiv. Ich habe Witterung aufgenommen. Tastingo! Zur Spurensuche bereit. Ich glaub hier schon. Ich schreib's auf eure Rechnung. Jagt sie raus. Unsere Wege kreuzen sich. Auf der Pirsch. Auf der Pirsch. So, der hat einen Ring des Erzmagiers bekommen. Erhöht Stärke, Beweglichkeit, Intelligenz um 3. Mana-Regeneration von Verbündeten in der Nähe. Nicht schlecht. Meine Kraft. Ich habe Witterung aufgenommen. Mit Fangzähnen und Klauen. Unsere Wege kreuzen sich. Gut, hat ja gut geklappt. Ich wandere allein. Meine Beute naht. Ihr könnt ruhig mitkommen, wenn ihr es bis dahin schafft.
Ja, jetzt wird aber gerast. Also doch Kraft, Halbblut, ihr würdiger Steinbrecher. Jetzt, wo ihr zu uns gehört, was ihr wollt von Clan? Ich möchte, dass eure Krieger der Horde im Kampf gegen die Menschen helfen. Der Steinbrecher-Clan wäre eine große Hilfe für den Kriegshäuptling der Orks. Dummes Halbblut, wir Ogre vor langer Zeit von Horde getrennt. Sie schwach, weich. Wir ihnen schulden nix, solange ich herrsche. Steinbrecher keinen Orks helfen. Dann habt ihr vielleicht lange genug geherrscht. Kogal, als Mitglied des Steinbrecher-Clans fordere ich euch zum Kampf um die Clanführung heraus. Ich lange keine echte Herausforderung mehr gehabt, Halbblut. Großer Spaß, euch zu zerquetschen. Wir machen beide Prüfung von Blut. Ich und ihr. Kein Trick, keine Magie, nur Muskeln und Geschick. Ihr denkt, ich dumm. Ihr denkt, ich langsam. Jetzt seht ihr, warum Korgal über Clan herrscht. Ich habe Korgal unterschätzt. Ich muss meine Bestien rufen, um ihn zu besiegen. Ich dachte, keine Magie. Hier? Na gut. Ich habe Witterung aufgenommen. Oh, ich habe keine Items. Unsere Wege kreuzen sich. Ich handle instinktiv. Auf der Pirsch. Mit Fangzähnen und Klauen. Meine Beute naht. Ich wandere allein. Räudiger Kläffer. Entfesselt die Bestie. Ich habe Witterung aufgenommen. Was liegt vor mir? Bin zur Spurensuche bereit. Ich habe Korgal im Zweikampf besiegt. Ich habe die Prüfung des Blutes bestanden. Ich herrsche jetzt über den Steinbrecher-Clan und ich führe euch alle in den Krieg. Bewaffnet euch und zieht zum Ork-Kriegshäuptling auf die Ebenen. Blut und Ruhm dem Steinbrecher-Clan. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Unsere Wege kreuzen sich. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit des Helden um 15% und den Angriffsschaden um 15. Eieieiei. Meine alten Knochen schmerzen. Ishnupura. Denk mal, Mana-Ding verkaufen. Genau. Jagt sie raus.
Meine alten Knochen. Jetzt hat der Doppelaura. Bin zur Spurensuche bereit. Jagt sie raus. So, auf geht's zurück. Ich handle instinktiv. Auf der Pirsch. Wir werden angegriffen. Was liegt vor mir? Waren die immer noch im Speedboost? Die sind schon relativ flott unterwegs. Er braucht auch immer noch hier eine... irgendwas, um Lufteinheiten anzugreifen. Lass uns mal gucken. Wir hatten die Verlangsamungskugel, glaube ich, auf der Karte hier. Unsere Wege kreuzen sich. Auf der Pirsch. Na, hier ist gar keine Kugel. Meine Beute naht. Ich handle instinktiv. Könnten noch mal nach Folianten gucken. Verzag nicht, Jüngelchen. Wobei er relativ viel Stärke hat. Entfesselt meine Kraft. Sich da so viel wie er, obwohl er voll das Item hat. Meine Beute, ich mach hier mein Ding. Wonach steht euch denn der Sinn? Bin zur Spurensuche bereit. Ihr seid härter im Nehmen, als ich dachte, Rexa. Die Oger werden eine echt große Hilfe sein, wenn die Schlacht beginnt. Wir haben gerade erfahren, dass der Kriegshäuptling und seine Streitmacht den Kommandoposten im zentralen Becken aufgestellt haben. Die Tauren und Oger, die ihr versammelt habt, werden bald zu ihm stoßen. Meldet euch bei Thrall in seinem Stützpunkt. Die Schlacht gegen die Truppen von Admiral Prachtmeer kann jeden Moment beginnen. Dann los! Ich wandere allein. Was liegt vor mir? Sieht nicht so aus, als könnte er weiter leveln. Ich hab einen echten Groove, Mann. Noch eine Runde. Meine Beute naht. Die Mutter ist nah. Ihr habt der Horde erneut einen großen Dienst erwiesen, Rexa. Ich stehe in eurer Schuld. Wenn ihr so gut wärt, bräuchte ich noch eines, bevor das Schicksal seinen Lauf nimmt. Wir haben eine neue Standarte für Durotar anfertigen lassen. Ein mächtiges Banner mit dem Symbol der Horde. Ich möchte einen Schamanensegen darüber sprechen, brauche aber noch einige Dinge, um den Zauber zu vollenden. Würdet ihr sie für mich holen? Natürlich, Thrall. Es wäre mir eine Ehre. Ich habe Witterung aufgenommen. Unsere Wege kreuzen sich. Ah, jetzt kommt es zugute, dass wir die Karte schon geklärt haben. Jetzt müssen wir aber nicht nochmal hier den Geist killen, oder? Ne, der war hier unten, meine ich. Wir werden angegriffen! Ich habe Witterung aufgenommen. So, dann einmal hier. Ich wandere allein. Da heile ich mich auch komplett gegen, wenn die hier was machen. Angegriffen.
Die machen mir nix. Die können mir nix. Auf der Birsch. Ich handle instinktiv. Auf der Birsch. Ich handle instinktiv. Der ist gerade gespawnt. Unsere Wege kreuzen sich. Die Magier scheinen aber nicht zu respawnen. Und der letzte war hier. Hier waren die Drachen. Die Babydrachen, die irgendwie nichts konnten. Ihr seid ein Trickser. Geht runter, Biel. Ich schreib's auf eure Rechnung. Das geht aufs Haus. Brauchen wieder so einen Speedbuff. Wobei, die sind schon relativ flott unterwegs. Trickser. Ich kapier schon, Mann. Ihr seid ein Trickser. Wir werden angegriffen. Naja, wenn die anderen in den Kampf kommen, dann hat er die ganz schnell wieder eingeholt. Wenn sie in den Kampf kommen. Die Karte ist nicht so voll von Gegnern wie die erste Karte in Akt 1. Wir werden angegriffen! Und sie waren doch schneller fertig, als er gehen kann. Ich handle instinktiv. So, ab ins nächste Gebiet. Tidenbucht. Jetzt, da die Streitkräfte der Oger und Tauren sich in Thralls Horde verbündet haben, richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Menschen, die sich in der Tidenbucht bereit machen. Admiral Prachtmeers Streitkräfte haben sich fest verschanzt und nun ein Großangriff kann sie vom Ufer vertreiben. Und nun kann ich mehr lesen. Als das erste Licht auf das Lager der Orks fällt, macht sich die Horde für den Kampf bereit. Ich habe Witterung aufgenommen.
Perfekt, Rexar. Jetzt muss ich nur noch den Zauber vollenden. So, der Segen ist vollendet. Eines noch, Rexar. Ich möchte, dass ihr die Standarte in die Schlacht tragt. Oh nein. Hiermit ernenne ich euch zum Champion der Horde. Es ist mir eine Ehre, Kriegshäuptling. Ich werde die Standarte mit Stolz tragen. Loktar Oga! Ihr könntet euch als unser aller Rettung erweisen, Rexar. Eure Oger- und Taurenrekruten wenden womöglich das Blatt zu unseren Gunsten. Der Admiral hat nördlich von unserer Position einen Stützpunkt errichtet. Unsere Späher melden, dass er seine gesamte Streitmacht für einen Angriff auf Durotar mobilisiert hat. Kriegshäuptling, Admiral Prachtmeers Armee ist unterwegs. Sie könnten jeden Moment hier aufkreuzen. Lasst sie kommen. Sie werden die Macht der Horde zu spüren bekommen. Rexar, ihr habt euch die Ehre verdient, das erste Blut zu vergießen. Ich halte hier die Stellung. Ihr aber sollt den Angriff auf Prachtmeers Stützpunkt anführen. Mit Vergnügen. Krieger, die Stunde des Sieges ist da. Kommt, ihr Tauren. Erhebt euch, ihr Oger. Heute steht ihr Schulter an Schulter mit der Horde. Loktar Oga! Okay, hat er die Standarte jetzt? Ich wandere allein. Oh shit, die liegt hier. Gucken wir mal, was kann ich die denn? Ich handle instinktiv. Erhöht die Stärke, Intelligenz und Beweglichkeit des Helden um 5. Gewährt Nahkampfhelden einen verbündeten Nahkampfeinheiten in der Nähe außerdem einen Trefferpunkt stehlenden Angriff. Okay. Unsere Wege kreuzen sich. Erstmal den Ring des Schutzes hier verticken. Mit Freuden. Und dann gibt's die Krone des Königs. Nea Shushamen. So, gucken wir mal, was haben wir denn sonst noch hier? Nochmal eine Krone des Königs. 5000. Haben wir noch irgendwas? Was liegt vor mir? Auf der Pirsch. Oh, ich habe noch mehr Einheiten. Ich allein. Was ihr wollet? Jagt sie raus. Ich habe Witterung aufgenommen. Guck mal, wir haben sogar eine zweite Gruppe, die ihm folgen. Okay, ich kann auch ausbilden. Fledermausreiter, Kujo-Bestie auf Rexar. Kann ich jetzt mein ganzes Gold... Ah ne, die kostet gar kein Gold. Oga. Festung von Odrimar benötigt. Die habe ich wohl noch nicht. Hier sind die Tauren. Denke ich mal noch eine Kujo-Bestie dazu. Hier haben wir nochmal Klauen plus 15. Entfesselt meine Kraft. Medizin, Mann. Jetzt habe ich das Einheitenlimit leider schon erreicht. Ja, ein Hafen.
Was liegt vor mir? So, die Kodio-Beste Bereich, weil die hat ein, gibt halt einen Buff. 15. Ja, geben wir ihm nochmal was mit. Schätze, wir werden unsere hier Wege rausgehen. Aber du gehst mal kurz hier runter. Vor. Ich handle instinktiv. Oh, sie greifen selber auch an. Ich kapier schon. Wir werden angegriffen. Ich nur Hurra. Instinktiv. So, jetzt gehen wir wieder hier hin. Ich werde die ganze Karte erkunden. Tastingo. Kostet zum Glück keine Ressourcen. Krass. Ich kapier schon. Mann. Wir werden angegriffen. Hier ist ein Außenposten. Unsere Wege kreuzen sich. Medizinmann hätte ich gern. Huch. Wir werden angegriffen! Krass. Wir werden angegriffen! Dass wir einfach unsere Belagerungseinheiten hier vernichten. Stingo. Hat jemand den Arzt gerufen? Ich höre den Ruf. Mhm. So, der kann dann zumindest hier den Heilschutz platzieren. Gucken, wo ist denn die normale? Hier. Ich habe Witterung aufgenommen. Ihr seid ein Trickser. Kapier schon, Mann. Ihr seid ein Trickser. Wir werden angegriffen. Auf der Birne. Ich kapier schon, Mann. Was? Das Ding da. Ich war noch einer.
Ach, das ist, weil ich einen von denen wieder verloren habe. Was ist denn hier los? Boah, jetzt will ich schon auf die andere Insel, ne? Ich wandere allein. Ich habe Witterung aufgenommen. Vielleicht muss ich ja sogar auf die andere Insel. Mein Leben für die Horde. Unsere Wege kreuzen sich. Oh, die Ultrakrabben hier. Instinktiv. Ich wandere allein. Ich kapier schon, Mann. Ihr seid ein Trickser. Tastingo. Krass. Krass. Ich kapier schon, Mann. Ihr seid ein Trickser. Tastingo. Krass. Wir landen hier mal an und gucken, was hier ist. Unsere Wege kreuzen sich. Bin zur Spurensuche bereit. Ja. Was wir wollen. Unsere verbündete Stadt wird angegriffen. Unsere verbündete Stadt wird angegriffen. Genau. Was liegt vor mir? Meine alten Knochen schmerzen. So, jetzt hat er zumindest die Kugel. Ich handle instinktiv. Unsere verbündete Stadt wird angegriffen. Ja, die kriegen das da hin, oder? Ich habe Witterung aufgenommen. Auf der Pirsch. Meister? Hier kann man auch noch anlanden. So, jetzt kann der zumindest auch Lufteinheiten. Woanders anlanden können. Wir werden angegriffen. Hier sieht es zumindest gut aus. Dann fallen wir den vielleicht direkt von hinten ein. Ihr seid ein Trickser.
Es werden Köpfe rollen. Das Dingo. Ihr seid ein Trickser. Ich kapier schon, Mann. Unsere Wege kreuzen sich. Mit Vergnügen. Mit Freuden. Hä? Loktar. Ich scharre schon mit den Hufen. Unsere verbündete Stadt wird angegriffen. Okay, wir müssen uns mal ein bisschen ordnen, ne? Das ist mir ein Vergnügen. Sonst verliere ich hier noch zu viele Einheiten. Ihr seid ein Trickser. Für den Dunkelspeerstamm. Ich kapier schon. Auf der Pirsch. Unsere Wege kreuzen sich. Oh, hier ist sogar der Prachtmeer-Typ. Er will persönlich mitkämpfen. Denn hier gerade so ein Massendamage? Ach, das ist er. Wir werden angegriffen. Ich kapier schon. Ihr seid ein Trickser. Krass. Ihr seid ein Trickser. Tastingo. Hier schon. Krass. Ich kapier schon, Mann. Ach, der ist unverwundbar. Das sind die Bestie. Ich habe Witterung aufgenommen. Das Ding doch. Ihr seid ein Trickser.
Wunder. Ihr seid ein Trickser. Krass. Ich kann hier schon. Auf der Pirsch. Ich wandere allein. Meine Beute naht. Was liegt vor mir? Ich kann hier schon. Das Ding doch. Wäre es schön, wenn er da mal aufhören könnte. Mit dieser Massenangriff. Ihr seid ein Trickser. Das ist ja schlimm, ey. Krass. Wir werden angegriffen. Ihr seid ein Trickser. Das Ding. So, wir haben jetzt gar nicht diese Basis von denen vernichtet. Moment. Fehlt mir hier eine Nebenquest? Weil da steht ja Quere zu Swall zurück, aber ich habe ja hier was Gelbes. Ich kapier schon, Mann. Aber dann macht, dass der hier so den Unverwundbaren macht. Hätten wir auf jeden Fall mehr Einheiten holen müssen, um den Gans zu vernichten. Also den ganzen Outpost, aber der Typ selber war ja unverwundbar. Jetzt haben wir zumindest das Hauptgebäude zerstört. Entfesselt meine Kraft. Das hat auch keiner überlegt. Es sind nur noch die Helden da. Unsere Wege kreuzen sich. Auf der Pirsch. Ich habe Witterung aufgenommen. Er rennt wieder weg. Frankar, Kriegshäuptling. Wir haben die Streitmacht der Menschen vom Festland vertrieben. Aber offenbar haben sich Admiral Prachtmeer und seine Marinesoldaten auf die Insel Terramor zurückgezogen. Ich wünschte, damit wäre unser Kampf zu Ende, Rexa. Aber solange Admiral Prachtmeer lebt, wird er uns jagen. Wir müssen den Angriff fortsetzen und Terramor belagern. Ich hoffe nur, dass Jaina in Sicherheit ist. Sie hatte nichts mit dem finsteren Plan ihres Vaters zu tun. Aber leider haben wir keine andere Wahl, als ihre Zitadelle anzugreifen. Kapitel 3. Kenn ich selber noch nicht. Diese Mission hier kann ich auch noch nicht. Das ist vorher bei mir abgeschmiert und hat alles gelöscht. Das ist sogar Neuland für mich. Aber gut, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.